Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon FireRed Challenge. Und dann gehen wir mal nach hier unten, weil ich weiß, dass das richtig ist. Ja. Yay! Ja, nach unten. Und wilden Ibitax begegnen, okay. Du bist mir schön egal. Da ist doch noch was. Noch eine Beere, die ich wahrscheinlich gar nicht brauche, aber okay. Loch. So, gegen dich wollte ich nicht kämpfen. Jedenfalls hat er ein Onix. Das ist sehr schwer. Was hat er noch? Habe ich jetzt nicht gelesen. Mal schauen. Okay. Da habe ich Glück gehabt. Flammenwurf auf ein eingefrorenes Pokémon. Ich bin fies. Weiter runter hier und im Ruinental sind wir jetzt. Wo wir erstmal einen Schutz benutzen. Lalalala, und gehen wir einfach hier so. Ich hab Stärke. Ich hab Stärke. Nett, nett. Ich glaube hier lang. Nein! Okay. Das gibt Hilfe, bla bla bla. Und der hat drei nervige Pokémon, okay. Noch ein Georok und lass mich raten. Ein Onix, genau. Das hätte ich jetzt auch geraten. Mehr sagt er nicht. Er sagt einfach, Oh, der dreht sich, wusste ich gar nicht. Ich hoffe, du drehst dich nicht in meine Richtung und du auch nicht, gut. So. Die Tür bewegt sich nicht. Sorgfältig untersuchen, natürlich. Mehrere Punkte auf der Tür sind. Gut, dass ich weiß, was man hier machen muss. Erstmal, es handelt sich um einen TM. Um eine VM. Was könnte das wohl sein? In Englisch ist es viel leichter zu erkennen, da sind es drei Buchstaben. Jetzt kann man drauf kommen, ne? Es ist Cut oder Zerschneider im Deutschen. In Deutschen also viel nerviger. Frage, wer hat Zerschneider? Er hat Zerschneider. Ja, man muss einfach jetzt Zerschneider einsetzen, dann kommt man da rein. Gut, dass ich das bald im Punktloch. Ja, also runter hier. Was steht da? Ich kann es nicht sehen. Links. Runter. Stimmt. Sechs Buchstaben. Falsch, okay. Rechts. Okay, rechts kann besser sein. Merken, wie rechts ist. Mit am Anfang so drei Punkten. Zum Schluss genau das. Am Anfang und zum Schluss das. Nee, ist nicht genau das gleiche. Okay. Hell. Oben hoch. Okay, das war richtig. Links. Und her. Oh. Also oben. Ich hoffe, hier kommen keine Pokémon. Dann rechts. Was ist das? Das jetzt unten wahrscheinlich. Ja, und das war schon der Weg, das ist gut. Das hier gefunden, aber haha. Irgend so ein Typ von. Oder für Top 4. Top 4. Team Rocket. Will sich das hier irgendwie wegschnappen. Und das ist eine sehr lange Leiter nach oben, okay. Jedenfalls raus hier, weg hier und ab dafür. Ich denke mal, wir gehen erstmal den Weg nach oben hier. Einfach weil Banane. Wahrscheinlich einfach, weil das war kein. Der hat mich nicht gesehen, oder ist es kein. War hier schon? Lass mich raten, ich war hier schon. Ja, ich war hier schon. Okay, dann bin ich hier falsch. Dann würde ich sagen, auf Island Nummer 7. Nein, nicht nach Orania. Nein. Weitere Häfen, Island 7. So, hier waren wir noch nicht. Sevi! Okay, jungen Leute, bla bla bla. Du bist ein Trainer, bist du? Ja! Noch so ein Psycho-Idiot. Ist Eisstahl effektiv? Ja. Habe ich gut geraten. Ja. Eigentlich nicht, ja. Aber ich habe nicht. Doch, egal. Whatever. Einfach weiter.
Dann gehen wir hier mal weiter. Raul hieß er gerade. Oder die, glaube ich. Was ist das hier? Trainerturm, was war das jetzt? Nee. Aber mir fällt gerade ein, will ich das in diesem Display machen? Den Trainerturm. Mehrere Trainer hintereinander. Ihr könnt entscheiden, soll ich das machen? Sagt ja. Soll ich das nicht machen? Sagt nein, bloß nicht. Du Vollhorst sollst das nicht machen. Aber jedenfalls gehen wir erstmal nach unten. Und gucken, was es im Markt zu kaufen gibt. Obwohl eigentlich nicht. So, was gibt's hier in dem Haus? Boxen. Ein Los, ich will dahin. Ganz ehrlich. Ich mach später damit was. Nein! Lammelwurf! Ja, du bist tot. Und ich krieg ein Level up. Und noch ein Lobella. Und gleich können wir endlich mal wieder Garados einsetzen, würde ich behaupten. Weil es wird langsam langweilig mit Mond. Nein, der ist Level 61, wie auch immer. Hätte mir ein viel zu hohes Level. Okay, irgendwie jetzt hier vorbeikommen. Und einen wilden Pokémon. Nein, okay. Flammenwurf! Flammenwurf! La 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 la. Ich meine, hier gibt es Lavita oder so. Nun, nicht, dass es irgendwas ausmachen würde hier, aber es gibt hier Lavita. Und es gibt ein Nugget hier, wie es aussieht. Kleinschänder, da musste jetzt auch ein Viech drin sein. Ah, ich renne genau rein. In sein Blickfeld. Und man kann alle hier mit Flammenwurf wegaunen. Lava, ist das schwer. Ist das schwer? Warum sind die 10 Level niedriger als meine? Ich meine, wenn die 5 Level drunter wären, könnte ich das verstehen. Mehr oder weniger. Oh, genau, jetzt guckt sie. Hat die gerade gesagt, meine Schuhe sind toll? Okay. Was sieht Fehler? Was sieht Fehler? Ich hoffe, ein Eisstrahl. Okay. Ein Erdbeben. Ja, anscheinend schon. Will ich dahin? Ich glaube, da gibt es nur einen Kingstone oder wie auch immer das in Deutsch heißt. Jedenfalls das, wo mit sich Fleckmann nach diesem... Wie heißt das jetzt? Item! Lucky Punch. Ist es nicht Volltrefferquote erhöhen oder so? Dann ist das gar nicht so schlecht. Wenn ich das finden könnte. Lucky Punch. Chaneras Volltrefferquote, okay. Aira, Aira! Okay, der tanzt. Tanze, 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 Chanera, tanze. Warum mit? Möchtest du die? Ja, natürlich, wir wollen alle tanzen. Yay! Oh mein Gott. Wow. Okay, eine Heilung. Das geht's mir gut. Boah, recht hat er recht. Beere gefunden. Man erkennt das immer an diesen. Na, ich zeig's jetzt mal. Hier, da ist so eine Linie. So eine Linie ist da, daran erkennt man, dass das hier Items versteckt sind. So, okay. Was gibt's hier? Ach, hier gibt's gar nicht. Ich habe vergessen, was zu machen. Obwohl das egal ist. Ich kann dir sagen, wenn man hier. Ich glaube, da oben ist irgendwie ein kleines. Auf dem Weg hierhin ist so ein kleines Schiebepuzzle. Das habe ich jetzt übersehen. Vergessen, was auch immer. Und dann gibt es da Inkognito, genau. Okay, jedenfalls fliegen wir jetzt erstmal nach oben, würde ich. Nee, da waren wir schon. Wo müssen wir hin? Müssen wir nach Island 1 zurück? Ich glaube, ich weiß, wo ich hin will. Und zwar hatte mir eine da das Passwort verraten, ich weiß es jetzt gar nicht. Wer dann auf Island 4? Wer auf Island 4? Nein. Natürlich auf Island 5, wo ich von hier auch aus hinfliegen kann. Und ist es auf Island 5? Mal sehen. Ich glaube ja. Und hier kann ich Zerschneider ansetzen. Das habe ich letztes Mal übersehen. Okay. Top dran. Yay.
mich ausgenommen. Arg. Flamethrower. Das hat das Schleimer wohl überlebt. Aber das überlebst du nicht. Nicht beim Volltreffer und sehr effektiv. Warum töte ich dich? Frag mich nicht. Wir müssen kein Trainer mehr reinlocken. Ah, weg hier. Aber ein wilde Pokémon schon, super. Ich sehe gerade, ich habe auch nicht mehr viel Zeit und deswegen würde ich sagen, diesen Trainer, den ihr da seht, mache ich beim nächsten Mal. Well, let's play Pokémon Fire Edge. Challenge. Ich bin Brötchman. Lars.